Willkommen zur Monatsvorschau. Hier sind die neuen PC-Spiele, die im März veröffentlicht werden sollen. Und los geht's mit einem neuen Battlezone, das eigentlich nicht neu ist, sondern ein Remaster von Battlezone 2 von 1999. Inklusive neuer Grafik, neuem HUD, Mod-Support und allen altbekannten Spielinhalten. Darunter auch der Multiplayer, der sogar noch mit LAN-Option kommt. Und für alle, die das alte Battlezone 2 nicht kennen, Battlezone Combat Commander ist eine Mischung aus Echtzeitstrategie und First-Person-Action-Spiel, in der wir auf fremden Planeten um seltene Ressourcen kämpfen, Basen bauen und Panzer, Walker oder Schwebeeinheiten befehligen oder gleich selbst steuern. Mit Fear Effect Sedna wird die PlayStation 1-Serie aus einer neuen Perspektive fortgesetzt. 4 Jahre nach den Ereignissen des Originalspiels steuern wir die Helden des ersten Serienteils jetzt aus der ISO-Perspektive wie in einem Twin-Stick-Shooter und können das Geschehen jederzeit pausieren. Die Geschichte dreht sich um antike Artefakte und führt uns unter anderem nach Hongkong und Grönland. Über ein Jahr nach dem Release für PlayStation 4 und Xbox One kommt Final Fantasy XV jetzt auch auf den PC. Mit dabei sind alle bislang veröffentlichten DLCs und sämtliche Verbesserungen der Konsolenversion. Außerdem wurde die PC-Fassung um eine Ego-Perspektive und viele PC-exklusive Grafikeffekte erweitert. Square Enix hat fürs nächste Jahr aber noch weitere Story-DLCs angekündigt. Wer die durchaus eindrucksvolle PC-Fassung mal ausprobieren will, auf Steam gibt's eine Demo zum Download. Fast genau ein Jahr nach der ersten Veröffentlichung im Early Access verlässt das Wikinger-Strategiespiel Northgard diese Testphase nun und bringt zum Release auch gleich noch eine Story-Kampagne mit 11 Kapiteln mit. Außerdem gibt es natürlich noch den Multiplayer- und Skirmish-Optionen. Fans von Echtzeitstrategiespielen sollten sich Northgard unbedingt mal anschauen, denn das Spiel hat schon im Early Access sehr positives Feedback von den Spielern bekommen. Mit Earthlock geben die Entwickler des Rollenspiels Earthlock Festival of Magic ihrem alten Spiel eine neue Chance. Das Original kam nämlich nicht so gut an. Jetzt hat das Team seine sogenannte, so hätte es von Anfang an sein sollen, Version von Earthlock gebaut und verspricht damit auf die Kritik der Spieler reagiert zu haben. In der Hearts of 4 Erweiterung Waking the Tiger stehen Japan und China im Mittelpunkt. Dementsprechend gibt es neue nationale Schwerpunktbäume und alternative Geschichtspfade. In diesem Fall sogar für Deutschland, wo man Hitler jetzt absetzen kann. Vermintide 2 entfernt sich beim Gameplay nicht weit vom Vorgänger und bringt die 4-Spieler-Koop-Kämpfe in der Fantasy-Welt von Warhammer zurück. Erneut wählen wir unsere Spielfigur aus 5 Charakterklassen aus, die diesmal aber jeweils noch 3 Unterklassen mitbringen. Als neue Gegnerfraktion gibt's neben den Skaven jetzt auch noch das Chaos und ein neues Loot-System soll den größten Kritikpunkt des Vorgängers beheben. Wer vorbestellt, kann übrigens schon seit dem 28. Februar spielen. Cube 2 setzt das First-Person-Puzzle-Spiel von 2012 fort. Diesmal sollen wir aber nicht auf einem fremden Raumschiff-Rätsel im Portal-Stil lösen, sondern auf einem unbekannten Planeten. Wie schon im Vorgänger spielt auch bei Cube 2 die Story eine wichtige Rolle. Das 3D-Point-and-Click-Adventure The Raven bekommt eine Remaster-Neuauflage für PlayStation 4 und Xbox One und im selben Zuge wird das Spiel auch auf dem PC überarbeitet. Dabei bekommt das Knobelspiel der Macher von Book of the Unwritten Tales und die Zwerge ein grafisches Facelifting. Eigentlich hätte Pure Farming 2018 schon 2017 rauskommen sollen und tatsächlich hieß das Spiel auch mal Pure Farming 2017, aber die Entwicklung der Landwirtschaftssimulation hat sich dann doch verzögert und jetzt steht eben hinten 2018. In Pure Farming macht man, was im Genre üblich ist: Felder bestellen, die Farm ausbauen und Viehzucht betreiben. Unser Bauernhof steht dabei entweder in den USA, in Italien, Kolumbien oder in Japan. Nach fast 2 Jahren im Early Access soll Ghost of a Tale am 13. März endlich vollständig veröffentlicht werden. Und nach den Erfahrungen mit der Early Access Version könnte hier eines der besten Schleichspiele der letzten Jahre warten. Auch wenn das Setting etwas ungewöhnlich ist. Wir steuern nämlich eine Maus, die sich in einer Fantasy-Welt auf die Jagd nach Beute macht. Jetzt, wo die Devil May Cry HD Collection auch noch für PlayStation 4 und Xbox One veröffentlicht wird, kommt die Sammlung mit den überarbeiteten Fassungen der ersten 3 Serienteile auch noch für den PC raus. Wer diese Action-Klassiker also nochmal nachholen will, das hier ist die perfekte Gelegenheit.
Das damals kostenlose Indie-Adventure The Way of Life von 2016 kommt jetzt als erweiterte Definitive Edition nochmal raus und bietet überarbeitete Technik und zusätzliche Inhalte. In The Way of Life erlebt man 10 emotionale Situationen und Ereignisse auf unterschiedliche Weisen mit mehr als 70 Endmöglichkeiten. Surviving Mars ist das neue Aufbauspiel vom früheren Tropico-Entwickler Hemimond Games. Wir sollen eine Kolonie auf dem roten Planeten aufbauen und können nebenher noch einige mysteriöse Geheimnisse der fremden Welt entschlüsseln. Als Piraten stechen wir in Sea of Thieves in See und können zusammen mit anderen Spielern auf Schatzsuche gehen, große Segelschiffe steuern und uns mit anderen Seeräubern anlegen. Das Piratenabenteuer zieht seinen Spielspaß dabei aus dem zugänglichen Koop-Gameplay und der stimmungsvollen Präsentation. In der Beta hat das auch alles richtig viel Spaß gemacht. Unsere einzige Sorge ist nur noch die Langzeitmotivation. In der VR-Welt von Apex Construct haben Roboter die Kontrolle über eine zerbrochene Welt und wir müssen als letzter Mensch in der Ego-Perspektive ums Überleben kämpfen. Uns erwarten aber nicht nur Kämpfe, sondern auch Rätsel, während wir herausfinden, was das Ende dieser Welt eingeläutet hat. Die Assault Gunners HD-Edition ist eine Neuauflage eines Mac-Action-Spiels, das 2012 ursprünglich für die PlayStation Vita veröffentlicht wurde und jetzt nochmal für PC und PS4 kommt. In 35 Missionen oder im Horde-Modus legen wir uns mit Panzern und feindlichen Mechs an. Für den 20. März ist der Release von Attack on Titan 2 geplant. Die Macher des Actionspiels haben Verbesserungen beim Kampfsystem angekündigt. Die Geschichte erzählt die Ereignisse der zweiten Staffel der Anime-Vorlage nach. Über 15 Jahre nach Pizza Connection 2 wird die Wirtschaftssimulation jetzt fortgeführt. Erneut sollen wir ein Restaurant zum finanziellen Erfolg führen und gestalten dazu nicht nur das Gebäude selbst, sondern auch die Speisekarte und die Gerichte, denn es gibt natürlich wieder die Möglichkeit, eigene Pizzen auf die Tagesordnung zu setzen. A Way Out ist ein Koop-Action-Adventure, das auch wirklich zu zweit gespielt werden muss. Deshalb können Käufer der Vollversion auch online einen weiteren Spieler kostenlos in ihr Spiel einladen. Man kann das Spiel aber auch zu zweit an einem PC spielen. Die Story dreht sich um den Gefängnisausbruch der beiden Gauner Leo und Vincent und ihre anschließende Flucht durch die USA. Die PC-Fassung ist übrigens an EAs Download-Plattform Origin gebunden. Während es das erste Ni No Kuni nur auf der PlayStation gab, kommt der Nachfolger Ni No Kuni 2 Schicksal eines Königreichs auch auf dem PC raus. Das JRPG verbindet eine umfangreiche Story, die im Anime-Stil gezeichnet ist, mit Arena-Kämpfen, Welterkundung und sogar einem Strategiemodus, bei dem wir kleine Truppenverbände kommandieren. Far Cry 5 führt die Shooter-Serie erstmals in die USA, hält aber am Open-World-Konzept der Vorgänger fest. In Montana legen wir uns mit einem fanatischen Clan an und können diesmal die ganze Kampagne mit einem zweiten Spieler im Koop erleben. Auch wenn der zweite Spieler den Missionsfortschritt nicht speichern kann. Außerdem können verschiedene KI-Begleiter mit ihren Spezialfähigkeiten angeheuert werden. Die MX vs. ATV Rennspielserie wird im März mit dem neuen Ableger All Out fortgesetzt. Uns erwarten Offroad-Rennen mit Bikes, Quads und Buggies in offenen Gebieten und auf abgesteckten Strecken. Im Splitscreen treten maximal 2 Spieler zum Duell an. Der Online-Multiplayer unterstützt bis zu 16 Spieler. Ultima-Erfinder Richard Garriott will mit seinem Open-World-RPG Shroud of the Avatar an seine berühmte Rollenspielserie anknüpfen. Die Entwicklung verlief allerdings holprig und ob der Mix aus Single und Multiplayer zum Early Access Ende im März tatsächlich mit der angepriesenen spielerischen Freiheit überzeugen kann, muss sich erst noch zeigen. Mit Empires Apart können Fans von Age of Empires ihren Strategiespielhunger Ende März stillen und 6 Fraktionen in den Krieg schicken. Ob nun im Multiplayer mit bis zu 8 Spielern oder im Skirmish gegen die KI. Im Horrorspiel Agony geht es in die Tiefen der Hölle, wo uns verstörende Szenen erwarten. Wir sollen der grotesken Unterwelt entkommen und können dazu immer wieder die Kontrolle über andere verdammte Seelen und sogar niedere Dämonen übernehmen. Ash of Gods Redemption übernimmt das Spielprinzip der Banner-Saga-Serie. Statt Wikinger-Setting gibt es aber eher einen mitteleuropäischen Mittelalter-Look. Die Story liefert aber auch übernatürliche Elemente. Und wie bei Banner-Saga erwartet den Spieler knifflige Rundenstrategie mit weitreichenden Entscheidungen, bei denen nicht mal die Hauptcharaktere sicher vor dem Tode sind.
Im Early Access ist Golem Gates bereits seit Ende 2017 verfügbar. Der Mix aus Echtzeitstrategie und Kartenspiel lief dort aber bislang eher unter dem Radar. Im März soll das Spiel die Testphase wahrscheinlich verlassen. Einen genauen Termin gibt's bislang aber noch nicht. Aber zum Early Access Ende wird neben dem Co-op Survival, Multiplayer und KI-Skirmish auch die komplette Story-Kampagne angeboten. Das Team hinter der Remastered-Neuauflage von The Ship übernimmt das Wer-ist-der-Mörder-Spiel-Konzept nun für sein eigenes neues Spiel Murderous Pursuits. Bis zu 8 Spieler liegen sich auf einem viktorianischen Kreuzfahrtschiff auf der Lauer und versuchen herauszufinden, wer von den Passagieren sie umbringen will, während sie selbst ihr nächstes Opfer suchen. Und den Abschluss in dieser Monatsvorschau macht das Multiplayer-Action-Spiel Nova Nukas vom deutschen Entwickler Lemon Bomb Entertainment, das irgendwann im März veröffentlicht wird. Bis zu 4 Spieler treten auf winzigen Planeten zum Duell an und schießen sich dabei den Boden unter den Füßen weg, bis nur noch tödliche Lava übrig ist. Und das war's auch schon mit den neuen PC-Spielen im März. Jetzt seid ihr noch gefragt, schreibt gerne in die Kommentare, auf welche Spiele ihr euch besonders freut.